Hallo, Halli hier und willkommen zum Dwarf-Fortress-Stream am Dienstag. Moin, Etarib und guten Abend, Nugget. Schön, dass ihr schon da seid. Und Nugget, ja, ich habe deinen Beitrag im Discord auch gesehen. Und ja, das ist ja theoretisch keine Befürchtung gewesen, weil es war schon im Classic, im Grundspiel, alles sehr viel hardcoded. Und deswegen wohl auch jetzt noch. So, deswegen waren die schon früher ja immer am Fluchen, was die Übersetzung angeht. Ich hoffe immer noch, dass das irgendwie möglich wird, das alles noch zu übersetzen, gerade für die vielen deutschen Spieler oder auch aus anderen Ländern, die der englischen Sprache nicht so mächtig sind. Und hallo Fackets, schön, dass du da bist. Heute, nachdem wir das gestern ein bisschen vorbereitet haben, mit unseren Stahlkriegern und die auch ein bisschen trainieren konnten an den Forgotten Beasts, schauen wir heute mal, dass wir unten im Keller weiter rankommen. Ich suche das Adamantium. Dafür hatten wir irgendwo schon irgendwas vorbereitet und okay, das Glas- und Stahlproblem bleibt noch bestehen, weil die Leute weniger arbeiten, als ich das möchte. Vielleicht finden wir hier ja was. Ich muss jetzt immer gucken, worauf die stoßen. Ne? Wir sind ja schon auf Ebene minus 107. Es gibt nur noch, na, es sind noch 22 Ebenen runter. Also wir könnten vielleicht noch tiefer graben. Wir könnten so weit graben zumindest. Bis irgendwo hier unten bei den Magma-Dingern. Wo kommt denn hier? Ach, da nicht mehr. Irgendwo auf die Ebene. Auf die sollten wir vielleicht noch gehen. Nochmal 4 Ebenen tiefer. Und dann graben wir uns freudig über dem geschmolzenen Boden ein bisschen hin und her. Außer du findest das hier. Nee, Kristalle. Und damit ein zweiter Miner auch was zu tun hat, geht der nächste schon mal ein bisschen tiefer. Wir sind da ja nicht so offen für alles. Guck mal, der eine, der will ebenfalls Steine schleppen. Dann gehen wir doch einfach mal hier runter und hoffen, dass wir bis zu dieser Ebene kommen. Vielleicht fühlt sich ein, ja genau, da fühlt sich ein zweiter Miner direkt berufen. Moin Schiff, schön, dass du da bist. Die sind doch nicht rosa. Also noch nicht. Wieder, irgendwann muss ich mich auch mal damit beschäftigen, Klamotten einzufärben. Aber sieht man, ich glaube, die Farbe der Klamotten sieht man auch in dieser Version nicht, oder? Also ich glaube nicht. Ja, nur ich würde mich auch nicht verklagen lassen. Auch wenn die beiden Brüder und Kid Fox ja relativ nett und freundlich sind, ich glaube, da hört das dann auf. Also, Tareb, ja, ich komme auch klar. Und wie gesagt, ich gehörte auch zu den Leuten, wo es dann halt hieß, ja, also ich kann kein Englisch, so. Ich kann es nicht sprechen, ich bin mit der Grammatik überfordert, aber das Spiel verstehe ich trotzdem. Zu sagen wir mal 90% verstehe ich, was das Spiel von mir möchte. Und bei den anderen 10% müsst ihr mir ab und zu mal meine die Wörter übersetzen. Okay, dann. Ja, wir können ja mal irgendwann mal an der Farbe arbeiten. Weil jetzt erst wollte ich eigentlich weiter nach unten und oben noch was vorbereiten. Ich glaube, ich mache das wie beim letzten Mal. Das war nicht schlecht. Fand ich persönlich, ich fand das nicht schlecht. Wir nehmen hier einfach nochmal Rampen hin. Ne? So. Ah, jetzt geht das wieder los. Nehmen wir ruhig die 3 Shellblocks, machen wir da mal 3 Rampen hin. Irgendein Zwerg wird er schon bauen. Also bei Anime Japanisch lernen bin ich raus. Das ist. Da würde ich nicht. Uns haben sie früher in der Schule gesagt: guckt BBC und CNN, um Englisch zu lernen. Guckt die Nachrichten. Da lernt ihr was. Das war mir zu doof. Ich habe kein Wort verstanden. Ich habe nachher Cartoon Network geguckt. Ist nicht das schönste Englisch, ne, Cartoons. Aber es hat mir mehr geholfen als die Nachrichtensender.
meinst du, ach so, und dann war ja. Ja, ich weiß, die 10.000 sind ein bisschen viel für so ein Noble, aber ich weiß, dass ein paar von meinen Zuschauern auf mehreren 10.000 Punkten sitzen. Und ich musste irgendwas haben, dass es loswerden können. Denn ich mache das jetzt ja schon, also seit 2 Jahren streame ich jetzt ja auf Twitch mal Fortress. Ich glaube, mein erster Stream ist, glaube ich, 4 Jahre her. Da war es aber X4, als das rauskam. Es müsste jetzt knapp 4 Jahre her sein, glaube ich. Release von X4. Ich glaube, ja. Und da habe ich einen Anfang gestartet mit halt X4 und KSP. Und zwei, dreimal ein Retro-Spiel. Aber das war nicht so meins. Irgendwie vom Spiel her, um das live zu streamen. Da habe ich vor 2 Jahren ja mit bei Fortress wieder angefangen. Und da gibt es halt so ein paar, die mich hier immer voll unterstützt haben. Sozusagen, als ich mit meinen. Ich bin ja immer noch total begeistert von der Situation. Ich habe einen Zuschauerschnitt sonst die Monate vorher gehabt. Guck mal. Minsk und Bu zum Beispiel. Der. Der hat das zum Beispiel auch schon voll. Jetzt haben wir einen Sir Minsk. So, jetzt können wir leider, glaube ich. Es heißt immer noch Name a Dwarf. Aber unser Bürgermeister ist ein Goblin. Kann ich einen Goblin umbenennen? Ich kann dich auch zum Borker. Ne, der Borker ist der Mann der Königin. Da wollte ich mir auch noch was überlegen für die beiden. Dann hast du die Wahl zwischen einem Militia-Captain oder einem Goblin. Geht. Skate, ja. Schön, dass du da bist. Guten Abend. Ja, mehr Stream wird jetzt ein bisschen schwer die nächste Zeit. Wegen Feiertagen. Den Goblin. Okay, dann gucken wir gleich mal, ob wir den Goblin benannt kriegen. So, wir keepen das und dann setzen wir jetzt hier einfach mal. Nicht auf die Ebene, auf die Ebene müssen wir setzen, ne? Das ist der Boden. Hui. Dafür haben wir zu wenig Schälen, ne? All. Reicht nicht, ne? Wie viel? Wo sind die jetzt? Da, all. Uns fehlen noch 70. Will ich ein buntes Dach haben? Nee, warte, da müssen wir es anders machen. Bauen, Construction, Floor. Ohne den Rand. Perfekt. Wo sind sie? Da, all. Und dann haben wir das mal alle Zwerge beschäftigt. Und dann gucken wir jetzt mal, ob wir den Goblin benannt kriegen. Wo ist denn der? Na, immer dieses Such. Ich bin für eine Suchleiste. Immer noch. Das bleibt auch so. Major? Bürgermeister? Hallo? Ganz unten? Königin? Jetzt finde ich den nicht, ne? Bestimmt, weil es ein Goblin ist. Okay, da ist er. Können wir uns angucken. Und, oh, und wir können ihn umbenennen. Perfekt. Sir Minsk. Unser Bürgermeister Sir Minsk, unser 298 Jahre alter Goblin mit 6 Kindern. Ich weiß immer noch nicht, wie sie ihn wählen konnten, aber sie haben es getan. Genau, wir sind eindeutig im falschen Spiel. Wir haben hier die Goblin-Festung. So. Er ist jetzt hier unten gewesen. So, und jetzt können wir hier einfach nochmal so, meiner mal irgendwie hier ein bisschen so an der Magma rum. Irgendwo müssen wir doch Adamantium finden können. Dann graben wir noch ein bisschen. Ne, viel hoch, weit hoch kommen wir nicht. Da kommen wir dann auch nicht lang. Wir können uns hier noch einmal durchgraben. So. Wir sind ja am Suchen. Also suchen wir mal alles ab. Die Miner machen das schon.
Irgendwann hoffe ich, dass ich darauf achte, dass da auch dann Adamantium auftaucht. Wenn nicht, dann nicht. So, könnt ihr alle paar Ecken mal abbiegen. Wäre doof, wenn das hier in der Mitte ist. So, da kommt die große Schlange. Haben wir jetzt schon wieder jemanden verloren oder waren wir letztes Mal schon auf 202 runter? Ich verstehe das manchmal nicht. Wer kämpft hier? Ach, das ist hier gewesen. Dann ist das auch das Forgotten Beast hoffentlich, ne? Nee, ist ein anderes. Ah! Zu viele. So, während hier unsere Schlange an Zwergen anfängt, die ganzen Steinplatten hier oben hinzulegen. Ah, ihr macht das. Super. Ich hoffe nur, das funktioniert. Und nicht zu viel ist hier nachher alles suspendet wegen dem ganzen Mist. Alarm, oh nein. Irgendwas ist eingebrochen. Was ist denn hier schon wieder ein Baum? Nee, ein Boden. Ach, da ist ein Baum. Warum wächst? Bitte mal jemand den Baum fällen. Danke. Dann sollte man die Bäume vielleicht auch fällen. Komm, fällt mal kurz die Bäume hier. Wir können hier drinnen keine Bäume gebrauchen. Wir haben nur eine Zweierhöhe. Ab einer Dreierhöhe wäre es ja okay, aber wir haben nur ein Zweier angefangen. Wir waren ja geizig mit unserer Mauer. Wer kämpft denn jetzt hier schon wieder alles? Da. Achso, du kämpfst mit dem Dreck, das dir auf den Kopf gefallen ist. Okay. Nuri ist Dreck auf den Kopf gefallen. Stormcrafter Upper Body takes the full force of the impact. Oh nein, dir ist was auf den Oberkörper gefallen. Er steht auf, ist alles okay. Gut, was mit dir hier? Dir ist auch was drauf gefallen. Ja. Könnt ihr nicht einfach aufpassen? Also ich hoffe mal, die fällen jetzt vernünftig die Bäume und dann fällt denen nicht mehr einfach irgendwas auf den Kopf. Du verbietest was, ist egal. Das war kein wirkliches Kämpfen und euch fehlt alles. Uns fehlt auch Eisen. Ist jetzt aus dem Eisen geworden. Selbes Problem wie bei dem anderen auch. Ne, Magnetitohr wird bearbeitet. Ist halt einfach nur zu wenig, ne? Also zu langsam. Wir sollten mehr Magnetitohr herstellen. Sowas wie 50. Da muss ich es aber auch hochdrehen. Da sagen die Barren kleiner sind als das. Ich könnte noch, wenn wir Magnetit haben. Wir können ja mal gucken, Steine. So, was haben wir denn hier? Stones. Und dann suchen wir ja eigentlich noch das Hämatit. 41. Die kommen, die schmelzen wir noch parallel. Meld Hämatitohr. Machen wir einfach nur einen Standardjob. So, Standard einfach hinterher. So, 40 Stück. Dann läuft das Geschmelze vielleicht nebenbei. Namen, Zitef. Schön, dass du da bist. Ich hätte den Titel, glaube ich, eher auf unseren Goblin-Bürgermeister als unsere Königin beziehen sollen, ne? So ein bisschen so als, ja, wie heißt das? Ich vergesse immer diesen Pseudo-Fachbegriff dafür. Als Blickfang würde ich jetzt sagen. Aber das gibt es doch auch in Denglisch. So, hier fangen zwei Mann an. Ja, das Problem. Also ich kann auch nur den daneben bauen, weil das Problem ist halt immer noch. Moin, nur verwirrt. Schön, dass du da bist. Das Problem ist einfach genau, Clickbait, das war's. Danke. Das vergesse ich immer wieder. Ich nutze das so selten. Ich muss viel mehr clickbaiten. Auch auf meinem YouTube-Kanal. Ich weiß noch nicht wie. Nein. Das Problem ist halt diese zwei Schichten, die es gibt. Du musst sozusagen, die eine Treppe, die baust, die Treppe nach oben. Baust du ja dann theoretisch in das, nennen wir es Volumen.
ich nenne das gern Volumen oder halt hier in die Fläche, wo er jetzt gerade rumgräbt. Und die Treppe nach unten, die landet in dem Boden. Das heißt, die Treppe nach oben, klar, wenn du jetzt einfach nur hier unten eine Treppe baust, nach oben, dann klatscht die einfach sozusagen oben gegen den Boden und da kommst du halt nicht durch. Deswegen musst du beide bauen. Außer du hast halt diese Doppeltreppe, die nimmt den Boden da drunter, glaube ich, mit außen, nicht da drüber, ne? Ah, das wäre jetzt die Frage, das weiß ich nämlich gerade auch nicht hundertprozentig. Genau, Treppe runter ist das Floor, also der Boden. Und Treppe rauf ist im Volumen gebaut, sozusagen, hier in dem komischen Gang. So, hier ist Semi-Molten Rock. Dann wissen wir schon mal, dass wir da überall nicht mehr hinkommen, weil wir hier jetzt schon auf der Ebene. Ich hätte mir das auch vorher angucken können, hätte ich auch vorher gesehen, dass wir hier auf der richtigen Ebene sind. So, habe ich hier noch irgendwas ausgewählt? Ja, da überall. Das heißt, hier ist Silber. Ah, wenn ich jetzt wüsste, Adamantium so würde ich erkennen. Adamantium jetzt hier eher nicht. Sollte auch so ein helles Metall sein, so wie hier. Aber das ist auch nur Tetrahydrit, das keinen interessiert. Gold, Gold ist immer schön, aber gerade nicht so. Diamanten, Saphire. Hier in die Ecke müssen, weil hier ist wenigstens Edelstein-Gedöns. Silber, Silber. Also graben wir uns hier lang. Wir haben hier keinen Platz zum Graben. Hier ist Kartenende. Hier wird auch Kartenende sein. Wenn, dann müsste man das hier vielleicht machen. Irgendwie so hier so einmal durch. Ich sollte meinen auswählen. Das wäre effektiver. Mal. Grab dich mal da lang. Vielleicht finden wir ja was. Steht nichts mehr. Schade. Katze ist tot. Katze tot ist nicht schlimm. Monster Slayer kommt zu Besuch. Okay. Moin Battlehawk, schön, dass du da bist. Könnt ihr nicht erst die Bäume fällen? Habe ich jetzt Sand hier oben drauf als Bodenfliese? Weil da ein Baum vorher war? Weil wir können so rüberlaufen. Jetzt habe ich hier oben auch schon Alkohol drauf. War vorher schon, ne? Genau, noch mehr Wein. Ich glaube, ich wollte auf den Sommer warten, ob das noch mehr wird. Jetzt vermischt es sich halt mit Blut. Ist, ja. Gehört auch dazu. Aber hier unten weiter. Das muss ich doch auf dieser Ebene arbeiten. Ich habe keine Lust auf dieser Ebene zu arbeiten. Ich möchte so weit unten wie möglich suchen. Ja, Kasselerit. Was haben wir hier? Nochmal. Nein. Noch mehr Diamanten. Diamanten. Oder so etwas. Hebt mir gewisse Metalle vor, Feature wäre sonst hier ist auch schon wieder Semi-Molten Rock. Sieht immer so. Okay. Ja, irgendwie, irgendeine Flüssigkeit scheint sich dann da, also bei mir ist es halt aktuell der Wein. Ich weiß nicht, ob das mit dem Blut da hinten in den Ecken, das hat der letztes auch. Also wir haben da ja bisher schon mehrere Goblins getötet und Elfen. Das Blut vermehrt sich nicht, nur der Alkohol. Silber. Gold. Aber wenn ich jetzt hier kein Adamantium finde auf dieser Karte, wäre natürlich auch Mist, ne? Nugget hat immer noch schlechte Laune. Genauso wie der Axtlord. Also bei Nugget stört mich das weniger, mehr so beim Axtlord. Weil ein schlecht gelaunter Typ mit einer Axt ist weniger problematisch wie ein schlechter, weil wenn er mit Skalpell rumläuft, wäre auch Kacke. Trotzdem glaube ich, ist der Arzt weniger gefährlich wie ein Axtlord.
Wie weit sind wir denn mit unserem Stahlproduktionsgedöns? Wir können auf alle Fälle den zweiten Trupp jetzt schon ausstatten. Die Mail-Shirts fehlen vielleicht noch, aber den Rest haben wir dann fast. Also, auch Trupp 2 wird jetzt in Sachen Equipment, oder habe ich den schon? Habe ich schon auf Elite-Axt gestellt. Mensch. Dem fehlen die Mail-Shirts und die Helme. Warum denn die Helme? Nee, den Helm hast du. Die Hut fehlt. Okay, das ist nicht schlimm. Hut kriegen wir hin. Irgendwie, glaube ich, hoffe ich. Und bei euch fehlen jetzt Mail-Shirts? Alle sogar. Bestimmt, weil die anderen Truppen euch die Mail-Shirts geklaut haben. Doch, okay. Da ich 4x4 genommen habe, sollte das dann kein Problem sein. Man muss es halt nur finden. Das ist das Problem. So. Ah, der depressive Nugget steht hier unten und gräbt. Ist in Depressionen versunken. Och, Nugget. Mensch, du solltest graben. Macht er das jetzt? Oder? Nee, das macht ein anderer. Nugget ist zu depressiv zum Arbeiten. Den hat das mit der Übersetzung voll runtergezogen. Müsstest du nicht eigentlich total glücklich sein? Wir haben so viele Tempel gebaut. Nee, du möchtest kämpfen. Und kreativ sein. Ja, dann hau halt kreativ die Steine weg. Ich bin da ja nicht so. Jetzt sitzt jetzt nicht. Nugget sitzt total depressiv vor der Mauer. Denkt sich, ne. Kein Bock heute. Kann ich einfach bei Labors mal sagen? Ich könnte dem einfach... Nehmt ihr den Miner-Job einfach weg? Damit vielleicht jemand anders hier anfängt zu arbeiten? Hier kommst du da. Brauchst du noch Fischen? Und... Ne, du brauchst nur noch Arzt sein. Sei doch einfach nur noch dein... Sei doch nur noch Arzt. Bin ich jetzt hingescrollt? Da sollte er doch glücklich sein, oder? Also glücklich, vielleicht eher glücklich werden, sagen wir es mal so. Er müsste doch hier auch als Arzt noch geführt sein, ne? Genau, der Bergdoktor ist hier geführt. Und wo ist der andere Arzt? Da ist Nugget als Arzt. Okay, die List bleibt. Könnte jetzt ein anderer Miner hier runterkommen, einer, der Lust hat zu arbeiten? Moin, Caleb, schön, dass du da bist. Ja, das hatte ich jetzt auch nicht böse gemeint. Alles gut. Die wollen jetzt erst die Böden bauen, der Rest ist denen egal, ne? Bäume fällen, scheiß drauf. Meinern unten, scheiß drauf. Bäume, Steine setzen. Das bringt mal wieder ein bisschen Abwechslung in den Zwergenalltag, nachdem die so lange wieder mal gelangweilt irgendwo rumgesessen haben. Ich weiß auch nicht, was sie geändert haben, weil irgendwie habe ich ständig das Gefühl, ich hatte ja sonst immer keine Eidler. Bei diesen Zwergen habe ich das Gefühl, die eideln eigentlich ständig. Was mache ich denn in dieser Festung falsch? Hier oben sind die Frames noch höher, ne? Wenn ich unten bei der Markbar bin, dann war es noch vorhin noch irgendwie, also als ich Nugget beobachtet habe, war es noch ein bisschen weniger. Oder ist da nur einfach wieder irgendwas passiert, was ich nicht mitbekommen habe? Oder waren die meisten gerade Zwerge fertig und dann musste erstmal wieder Wegfindung zum nächsten Block, bevor sie den bauen konnten? Bricht das bei sowas dann schon ein? Also möglich ist alles. Granit. Diamant. Ich will doch nur, oder vielleicht hier, wenn wir hier in die Ecke gehen, hier sind so viele schöne Diamanten. Diamanten, Kasselit, Granit. Von irgendeiner von euch ergräbt, grabt euch mal zu den Edelsteinen. Edelsteine, wir sind Zwerge, Edelsteine sind immer schön. So,
Und nachher ein anderer wird sich noch dahin graben. Irgendwo wird er schon sein. Sind die verbuggt? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin in letzter Zeit eigentlich nur so viel am Stream, dass ich so wenig mitbekommen habe, wenn irgendwo ein großartiger Bug ist und so weiter. Nach der Arbeit geht es zur Familie und wenn die Familie im Bett ist, geht es die runter. Also ich. Das ist jetzt der 15. Tag nach dem Stream-Release und mein 12. Stream. Also, ich kann die Feiertage jetzt auf alle Fälle nutzen. Wenn dann die Familie im Bett ist, das dann sehr viel später ist, wegen den Ferien, mich dann noch mal ein bisschen mehr wieder einzulesen, was der aktuelle Stand ist, auch halt bei den Bugs. Und dann mal schauen. Auch wegen die Mods wollte ich mir dann noch ein paar angucken. Ein paar haben es mir angetan. Ich traue mich noch nicht immer so kurz vor dem Stream irgendeine Mod hier rauf zu installieren. Ich weiß nicht, wie toll das funktioniert. Meine Familie sieht das ein bisschen anders. Da ist der Stream-Tagesschnitt eindeutig zu hoch. Vor allem, weil sie es vorher gewohnt waren, zwei, dreimal die Woche. Jetzt sind wir bei sechsmal die Woche. Da muss ich mal. Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, bestimmt wieder wegen dem Baum. Ne? Genau, es ist ja auch wieder Erde. Wenn ich mit einer Bodenfliese Blätter wegbaue, entsteht daraus Sand. Also wahrscheinlich der Boden, der eigentlich da drunter liegt, taucht dann hier oben auf. Ich traue dem nur nicht. So, Schwanzus longus hat es erwischt, ein Hund und irgendein Herbalist. Ist nicht schlimm. Ja. Ist ja nur was runtergefallen. Oh nein, die Katze wurde von einer Spinne gebissen. Dann sollte die Katze nicht hier unten. Die Katze jagt doch die Spinne. Das ist ihr Auftrag. Warum jammert sie dann? Katzen sind doch dafür da, um Ungeziefer zu bekämpfen. Spinnen sind Ungeziefer. Unsere Katze war früher, wenn meine Frau dann so eine riesen, fiese Spinne kam, hat meine Katze immer, die mag auch keine Spinnen, genauso wenig wie ich, die Katze an die Decke gehalten. So, da, schnapp sie dir. Das war unser Spinnenfänger. Wolltest du auch nur mit der Katze machen. Der Kater mochte das nicht. Der Kater mochte generell nicht hochgehoben werden. Wie habt ihr das denn jetzt hingekriegt? Weil ihr auf den Blättern gelaufen seid? Wahrscheinlich, oder?